Jo, willkommen zurück in der letzten normalen Folge von Minecraft, bevor es in die 100er Pause geht. Und ich bin ehrlich, ich habe mich verlaufen, aber man sieht da drüben, glaube ich. Da drüben, da oben, ich glaube, da müssen wir hin. Und die Frage ist halt nur, wie kommen wir dahin tatsächlich? Wenn mir erstmal voll in einer Spinnwebe hängen bleibt. Wir sind hier. Und, Moment, wo war das? War das hier oben oder war das hier unten? Nee, unten war es nicht. Ich glaube hier. Da ist auch eine Möglichkeit, wo wir... Ach so. Mann. Ups. Zack, zack. So, mal gucken. Hier ist diese Höhle, wo wir gleich durchmarschiert sind. Und hier ist die Truhe. Sehr schön. Wir waren nämlich ja einen Stock weiter unten. Genau. Und hier ist diese wunderschöne Kristallhöhle. Und trotzdem sind wir allerdings sehr, sehr weit gelaufen. Sehr weit. Und ich darf mich ja nicht teleportieren. Ne? Ich könnte jetzt locker sagen, ich schalte jetzt mal ganz schnell die Cheats ein und teleporte mich nach Hause. Aber das ist ja das Let's Play. Das heißt, ich darf es nicht. Und ja, das heißt, ich muss auf normalem Wege nach Hause kommen. Wacht euch da aus dem Loch oben rauszukommen. Und die große 1-Million-Euro-Frage ist natürlich, wie komme ich nach Hause? Wie soll ich erstmal aus der Schlucht... Also wenn ich einmal aus der Schlucht oben bin, dann ist das eigentlich nicht so das Problem, wieder nach Hause zu finden. Aber man muss tatsächlich halt erstmal einen Weg nach oben finden. Huch! Ach, guck mal, die Dinger kann man sogar mitnehmen. Ich finde es auf der einen Seite so schade, das hier auszuräubern, weil das sieht einfach so geil aus. Auf der anderen Seite, es sind so viele Rohstoffe. Hui. Her damit. Ich meine, viel Gold brauche ich eigentlich nicht mehr. Das einzige Gold, was ich, glaube ich, noch brauche, ist für die Gussformen. Wenn ich noch nicht alle habe. Ich weiß das gerade gar nicht, ob ich hier schon alles gemacht habe an Gussformen. Aber ich glaube, für mehr brauche ich die auch gar nicht mehr. Deswegen Gold ist so ein bisschen, ja, das fast Sinnloseste, was es eigentlich gibt. Muss ich gestehen. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir es natürlich mit, weil Gold ist, ja, Gold halt, ne. Man hat tatsächlich halt immer im Kopf, ach, Gold ist selten, Gold ist sehr wertvoll. Hier eigentlich eher weniger. Du brauchst Gold für die Schienen. Die brauche ich dann irgendwann, sage ich jetzt mal. Die brauche ich dann irgendwann auch mal für die ganzen Schienenverläufe. Und weil diese Antriebsschienen, die brauchen halt einfach Gold im Bau. Und ja. Ich habe Angst, dass da jeden Moment so eine blöde Scheißspinne rauskommt. Oh, hier haben wir noch einen. Und die Smaragde sind eigentlich... sag ich doch, da kommt irgendwo kommt einer raus. Hey! Schwinde! Mach Platz, Vieh. Wusste ich doch, dass irgendwo wieder einer rauskommt. Böses Viech, wo kam die jetzt her? Ah, na geil. Alter, erschreck mich nicht so, Mistvieh. So. Scheiße hier. Oh. Bäh. Ich hasse Spinnen. Ich wusste, dass ich nochmal aufs Maul kriege von denen. Also das habe ich vor lauter Kampf und Überlebenswillen das Ding da oben vergessen.
Alter Schwede, was für eine geile Höhle hier. Was für eine obergeile Höhle das ist. Ja, gell, das siehst du genauso wie ich, ne? So. Ich muss jetzt... Oh, nein, da haben wir noch eine Kiste. Da linse ich doch noch mal rein. Na. Was haben wir denn? Noch ein bisschen... Oh, eine Enderperle. Eine Aktivierungsschiene, was ist das? Eine Sensorschiene, ich weiß nicht, was das sein soll. Also, dass das Brot ist, das weiß ich, aber keine Ahnung, was eine Dingens sein soll, eine Sensorschiene. Alter, wie cool das aussieht von hier einfach. So, die Frage, wie komme ich jetzt da hoch? Ich schätze mal, ich muss irgendwie darüber. Heimat, ja. Ich muss irgendwie da hoch. Ich muss irgendwie hoch. Ja, hallo. So, ich mach's mir jetzt ganz einfach. So, und ab nach Hause. Juhu. Ich habe gefunden, was ich finden wollte. Ich habe zwar jetzt kein Dschungel gefunden. Das leider nicht. Ich hätte mich gefreut. Ach, guck mal, die gibt's auch in Wild. Ist ja interessant. Ich habe zwar jetzt keinen Dschungel gefunden, leider. Ich hätte mich gefreut, hätte ich einen Dschungel noch gefunden. Jetzt bei Abschluss dieses Spieles. Au, au, au. Was? Au, au, au. Ist das Viech blöd? Oh Gott, ich bin gleich tot. Das ist nicht dein Ernst. Ich habe keinen Bock, jetzt zu sterben. Lass mich. Ich will doch nur nach Hause. Lass mich doch in Ruhe. Alter, was für... Oh, noch eine! Ist das dein Ernst? Lass mich! Das kann doch nicht wahr... Ich will hier nicht verrecken. Das ist doch nicht euer scheiß Ernst jetzt. Geh weg. Was? Hey, hallo? Was haben die für eine Reichweite? Lass mich. Mein Gott, was für Scheißviecher. Ich habe keine Lust, jetzt hier in den letzten, keine Ahnung, 15 Minuten noch drauf zu gehen. Hallo, kannst du mal bitte treffen? Och, dann leckst mich halt am Arsch. Was sind das für Viecher? Ja, natürlich ist mal wieder das Ding weg. Da kein Platz mehr. Natürlich, wieso nicht? Und ich habe natürlich gar keinen Platz mehr. Geil. Richtig geil. Was ist das? Achso. Ach komm, dieser eine scheiß Kristall da. Der hat ein Hühnchen gedroppt. Was sind das? Was sind das? Ich weiß noch nicht mal, wie die heißen. Das sind aber die, wo ich auch schon zwei gezüchtet habe, in Anführungsstrichen. Was sind das? Gammelhühner oder was? Weil die ja aus irgendwelchen verfaulten Eiern oder sowas schlüpfen. Kannst du mal stehen bleiben? Alter, du hältst aber auch ordentlich aus. Mhm. Ach komm, bleib doch mal stehen. Ich sehe es kommen, dass gleich meine Pfeile kaputt sind. Ja, geil, sind sie sogar schon. Super. Danke. Halt's Maul, Huhn. Ich bin sogar zu dumm zum Treffen, ey. Au. Ich möchte doch eigentlich nur nach Hause und vor allem meine Pfeile aufsammeln. Hier müssen überall noch meine Pfeile rumfliegen. Ach toll, was will ich denn mit irgendwelchen Samen? Ich will meine Pfeile wieder haben. Matsch. Und irgendwelche Blumen. Was soll ich denn mit Blumen? Bäh. Pfui. Ach.
Nee, ich muss erst was essen. Ja, du watzt jetzt. Ja, jetzt. Alter, fall um. Mistvieh. Ich habe schon wieder nicht drauf geachtet, was das für Viecher sind. Aber, oh, die sind hier überall, was? Ich will doch nur nach Hause. Das ist doch jetzt ein Hohn. Ich will doch nur nach Hause. Ich will doch nur meine Ausbeute in Sicherheit bringen. Was war das denn eben? Tschüss, ich mache einen Umweg. Hä, was ist... Ach so, wahrscheinlich sind das die Schleimsäure, die von oben runtergefallen sind. Haut ruf. So, jetzt. Das sind wahrscheinlich Schleimse, die wohl gerade von oben runtergeplumpst sind. Ach Mann, wie komme ich denn jetzt wieder nach Hause, ohne dass ich irgendwie durch komplett wildes Terrain muss, wo wieder irgendwelche völlig überpowerten Viecher drin sitzen. Und mein Bogen ist kaputt. Ach, Moment mal. Apropos kaputter Bogen. Ich kann doch rappen. Bin ich denn doof? Wo sind meine Eisenbarren? Ist trotzdem Kacke. Was die hier für einen Radius haben, ey. Das ist ja nicht mal normal. Hätte ich keinen Bogen, dann wäre ich komplett im Arsch gewesen. Warum finde ich solche komischen neuen wilden Viecher, immer komischerweise dann, wenn ich eigentlich nur noch nach Hause möchte? Bin ich jetzt überhaupt auf der richtigen... Ja. Wenn ich eigentlich nur nach Hause will, weil ich so viel Zeug gefunden habe und es die letzte Folge ist und ich glaube, ich werde die komplette Folge brauchen, um nach Hause zu kommen. Es sind nur noch 17 Minuten. Was ist das denn? Ach, die Yoshis. Oh, schade, dass man die nicht mitnehmen kann. Guck mal. Oh, sind die nicht süß. Guck mal. Yoshi. Gibbong. Bevor ich hier irgendwas tue, wo ist mein Bett? Ach Quatsch, was mache ich denn? Hallo, jetzt. Oh, es sind Monster in der Nähe. Leck mich am Arsch, was? Ausgerechnet, weißt du? Ausgerechnet. Ja gut, ich glaube, das kommt durch die Yoshis, glaube ich, weil die zählen irgendwie als böse Monster. Weil die sind hier auf der Karte nämlich auch als rot markiert. Was ich schon immer so ein bisschen nervig fand. Aus dem Grund, dass ich mal einen Yoshi irgendwie mit nach Hause genommen habe. Und ich das Problem hatte, dass ich nicht mal schlafen gehen konnte, weil der Yoshi-Stall in Anführungsstrichen nämlich neben dem Haus war und da waren die Yoshis nämlich auch zu... Da waren die Yoshis nämlich auch zu... nah an meinem Bett und da ging das nämlich auch nicht. Wo bin ich denn hier? Ein Stall. Was, Jumper? Da wohnt auch jemand. Interessant. Ups. Und wer ist das? Hallo? Was? Sera. Jumper und Sera. Und ich komme jetzt hier natürlich nicht mehr raus. Ah doch, hier ist ein Tor. Das habe ich gar nicht gesehen. Jumper und Sera. Hallo? Was? Bleib mal stehen. Selina. Jetzt. Selina. Ich erinnere mich, dass Sinobin was gesagt hat, dass er hier Familie und Bekannte, glaube ich, verewigt hat. Ah, cool. Schickes Bild. Ich weiß zwar nicht, wer Selina ist, aber ich grüße dich einfach mal ganz doll und klau dir mal die Kohle raus. Und hier haben wir sogar einen Sattel. Oh, hui, guck mal, was ich kann. Ach, ist das doof. Ich habe keinen Platz mehr im Rucksack. Kann ich nicht hier... Ach, komm, geh weg. Du gestattest? Ich räuber dich mal aus. Kann ich denn das Pferd mitnehmen? Oder kann ich es noch nicht zähmen? Ich glaube, ich brauche da irgendwie einen leeren Handplatz, glaube ich. Moment, ich weiß gar nicht, ob ich das noch kann. Das war's schon? Nee, ich hab mich schon gewundert.
Dumm, die dumm, die dumm. Dumm, die dumm, die dumm. Willst du? Ah, ja, jetzt. Juhu. Tada. So, vielen Dank für das Pferd. Und ich reite jetzt geschwind nach Hause. Danke, Selina, dass du mir ein Pferd geliehen hast. Ich werde gut drauf aufpassen und hoffe, ich sterbe jetzt nicht irgendwie, weil ich zufällig in eine Schlucht fliege. Ha! Oder einfach mal und einfach mal hier runter. Ich weiß gar nicht, hatte ich schon Kürbisse? Ja, genau. Ach gut, ich... Oh Gott, ja genau, töte mich. Weil ich töte mich, weil ich zu... Oh cool. Oh, ich hasse es. Warum mountet man ab, wenn man im Wasser ist? Das ist so scheiße. Ah, komm. Ah, sehr schön, danke. Ich möchte einfach nur geradeaus nach Hause. Und ich habe das Gefühl, ich kriege das Pferd nicht mit, weil ich irgendwann auch übers Meer muss, glaube ich. Das sieht aus wie Giftwasser. Da gehe ich... Hallo? Jetzt. Da gehe ich besser nicht rein. Was ist das hier? Au! Oh, Kirschblütenwald. Kirschblütenwald. Ist der nicht auch neu? Der müsste doch, glaube ich, auch neu sein, der Kirschblütenwald. Wenn ich mich recht erinnere. So, Heimat. Noch 1 Kilometer bis nach Hause. Ja, ich sag doch, wir haben noch nicht mal mehr eine Viertelstunde Zeit. Ich glaube, wir werden nicht mehr rechtzeitig, beziehungsweise ich werde noch nach Hause laufen, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall noch nach Hause laufen, nach Hause gehen, ob es jetzt ein bisschen mit Überlänge ist oder nicht. Ich möchte aber ganz gerne das Let's Play dann pausieren, wenn ich zu Hause bin. Au! Ich kriege immer aufs Maul. Ich kriege immer aufs Maul, wenn ich hier durchlaufe. Batz! Au! Au! Alter, wie cool das einfach aussieht hier. Ja, genau. Komm. Rüber. Ah, Mann! Ah, das ist so assi mit diesem Scheiß. Jetzt. Ja, au. Kann ich denn was? Ja, kann. Oh, mein Herz. Und schon wieder die gleiche Nummer wie vor 2 Stunden auch. Und ich reite gerade in die falsche Richtung. Warum auch immer. Ich glaube, ich bin gerade auf der falschen Seite wieder raus. Hallo, darf ich mal? Pferd. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. Hä? Jetzt komm doch mal her! Vieh! Mensch! Platz. Normalerweise dürfte ich eigentlich in dem Laub gar keinen Schaden kriegen. Normalerweise. Jetzt. Ja, ist das immer ätzend, da übers Wasser zu kommen. Jetzt. Darüber. Danke. Jetzt. Uff. Lalalala. Ein gemütlicher Ausritt, mehr oder weniger. Ich reite übrigens auch die ganze Zeit durch komplett neues Gebiet. Vielleicht. Heimat 500 Meter. Wir haben es bald. Ich glaube, wir brauchen da noch. Hallo? Noch nicht mal übers Meer. Ich komme hier nicht hoch. Scheiß Wald. Das Pferd ist so fett. Aber das wäre schön, wenn ich mein Pferd mit nach Hause nehmen könnte. Also wenn ich es nach Hause schaffen könnte mit Pferd, ohne dass ich irgendwie übers Meer muss. Das wäre so ein Traum. Da müsste ich ja einen Pferdestall bauen. Problem? Übel.
jetzt, warum dreht sich das Viech immer grundsätzlich in die falsche Richtung? Tatsächlich grundsätzlich, jetzt bin ich schon wieder da drüben. Blödes Vieh, dreh doch mal deinen Fettarsch in die richtige Richtung. Sonst mache ich mal Pferdelasagne aus dir. Ernsthaft. Oh, kann ich das Viech nicht irgendwie rüberschubsen? Komm, da. Mein Gott. Und jetzt hoch mit dir. Oh, furchtbar, ey. Kann der auch schneller? Yeah. So, da drüben ist Heimat. Ich bin gleich zu Hause. Juhu. Oh, da muss ich nochmal über Wasser drüber. Natürlich ist es wieder zu dumm zum Springen. Komm, da. Nicht darüber, hier rüber. Komm, schwing dich. Schwing die Hufe, Vieh. Sonst prügel ich dich. Komm. Husch. Husch. Husch, habe ich gesagt. Husch. Ich finde das so blödsinnig, dass man irgendwie abmountet. Wenn man mit dem Pferd ins Wasser springt. Ich finde das irgendwie voll sinnlos. Ah, ich sehe mein Haus. Ich sehe mein Haus. Vor allem, dass man auf dem Pferd, dass das auch nicht schwimmen kann. Dass es von sich aus schwimmen kann. Aber wenn man drauf sitzt, dass man nicht schwimmen kann als Reiter und Pferd gleichzeitig. Das finde ich ein bisschen komisch. So, komm, auf, hier. An den Rand drücken. So. Juhu, da drüben. Yay, wir sind da. Ich habe mein Pferd gerettet. Ja, was heißt mein Pferd? Hui! Ich habe ein Pferd, ich habe ein Pferd. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Juhu. So. Hast du gut gemacht. So, ich danke Selina nochmal ganz, 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 ganz herzlich für das Pferd. Ich glaube, mich zu erinnern, dass der gute Sidobinder was erwähnt hat, weil er ja Bekannte und Freunde und Schwester oder so, glaube ich, verewigt hat. Ich schätze mal, das war eine davon. Und ich freue mich, dass ich tatsächlich... Ach, ich habe hier doch gar keinen Marmor gefunden, dass ich hier reingesetzt habe. Sowas. Und ich freue mich, dass ich tatsächlich noch eine Kleinigkeit hier zeigen konnte, was wir gefunden haben. Diese Mega-Kristallhöhle. Und eine kleine Mine. Und, oh. Ach, Diorit haben wir 21 Mal, 30 Mal. Oh nein, ich habe dafür kein Ding mehr. Huch, nein, das... Das wollte ich jetzt nicht. Muss ich es halt auf Ding verteilen. Da muss ich das halt leider auf ein paar mehr verteilen. Ich glaube, da brauche ich sogar noch mehr. So. Ja. Ein Widerknochen. Ich habe noch mehr Marmor. Alter, ich habe die ganze... Krass, ey, wie viel das doch war. So, dann sortieren wir das mal aus. Und das packe ich mal rein. Blip. Blip. Blip, blip. Und hier haben wir Diorit und noch Cobbles. Ja, schmeiß weg. So, hier haben wir das und... Nein, nicht das, sondern das. Ein bisschen Holz. Ein Boot. Ist ja auch komplett aus Holz. Einmal das, einmal das. Dann haben wir hier einmal Hölzli. Und ein Boot. Und was haben wir denn noch? Schienen. Knöchlis. Das und das und. Gott, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll auszusortieren, ey. Ich weiß das ja nicht. Ich weiß das ja nicht. Und wir haben unsere ersten beiden Enderperlen. Juhu. Und hier haben wir noch Fäden. Und haben wir noch Knochen. Und was haben wir noch? Ach, guck mal, hier haben wir noch Granit. Die können wir auch... Acht Diamanten waren das nur. Das sah im ersten Moment ein bisschen mehr aus. Aber naja.
es kam trotzdem sehr überraschend, dass man eben sowas gefunden hat. Ich hätte da nicht mit gerechnet, dass es sowas. Ach komm, dass es sowas gibt. Finde ich echt gut. Gefällt mir auf jeden Fall. War auf jeden Fall spannend gegen Ende hin, ne? Denke ich doch. Hä? War auf jeden Fall gegen Ende hin richtig spannend. Die packe ich jetzt einfach mal da dazu. Hier haben wir die Bernsteinis. Was haben wir noch? Das Prosperity. Und das da. Und da haben wir noch Diorit. Und ich glaube, das packe ich auch zum Erz. Ach, guck mal, hier haben wir noch Dinger gehabt. Einen Tarnensetzling. Ich glaube, was zu trinken brauchen wir dann auch mal wieder so langsam. Hier haben wir ein bisschen Essen, ein paar Fackeln. Ein Kühlbies. So, das... ja, genau, das kann auch noch weg. So, habe ich denn hier schon... Ja, einmal das. Was haben wir noch? Ein rohes Hühnchen. Ein bisschen Brot. Huch, warum ist das denn hier? So viel Pilze habe ich doch mit Sicherheit noch nicht. Brot ist hier keins drin. Hier auch nicht. Da haben wir noch ein bisschen Federn. Und, ach guck, ach doch, Kürbisse haben wir tatsächlich doch schon. Und Melonen auch. Ich wusste das gar nicht mehr. So, und hier haben wir ein paar frostige Gärten. Den Tannensetzling. Der kommt auch weg. Ein Skelettkopf, den können wir eigentlich auch woanders dahin parken. Wir kriegen immer nur die Skelettköpfe, ey. Das ist ein bisschen... ich hätte gerne mal einen Creeper-Kopf oder sowas gekriegt. Oder einen Enderman-Kopf. So, da haben wir ein bisschen Holz. Ach genau, die wollte ich hier auch noch irgendwo reinsetzen. Zack. Habe ich denn zufälligerweise noch so einen? Ja. Komm mal her. So. Zack. Und da haben wir das noch. Ein paar Pfeile. Oh Gott, ich muss erstmal hier. Sorry für das ewig lange Rumsortieren wieder, aber ich werde wahnsinnig, wenn ich irgendwie so vollgepackte Taschen überall habe. Oh, das geht gar nicht. Wir haben hier einen Birkenholz. Eine Werkbank. Ein Feuerstein. Und, ach ja, den ganz neuen Tannensetzling. Habe ich denn noch oben Platz? Ja, sehr schön. Einen Tannensetzling. Ach, guck mal, eine einzelne Marguerite haben wir noch mitgenommen. Sperrt alles Platz. So, ach ja, die paar Stöcke noch, die zwei. Die können wir auch noch da reinpacken. Und der Rest kommt wieder hinten in den Schmelzofen. In den Schmelzofen. Ich sagte in den Schmelzofen. So. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. Bup, bup, bup. So, das gute Stück stelle ich jetzt mal dahin. So. Der Rest kommt weg. Und dann würde ich sagen, trinkt mir noch einen Schluck. Und dann kam er leider doch nicht mehr dazu, hier was auszubauen, leider. Aber wir haben auf jeden Fall einen wunderschönen Abschluss. Und kamen und sind sogar... Ich weiß nicht, geht das? Ich würde ganz gerne was ausprobieren. Ja, dafür müsste... Hä? Hä? Ah, jetzt. Dafür müsste... Ach, schade, das war kein Sonnenaufgang, das ist der Sonnenuntergang, ne? Wenn man mit dem Pferd in den Sonnenuntergang reitet. Schade. Okay, das ist keine gute Idee, warte. Mit Schild und Schwert. So, ich würde sagen, es war schön mit euch. Und vorerst mal ist das Minecraft-Let's Play jetzt mal pausiert, weil die 100 Folgen sind erreicht. Also das ist, müsste jetzt hier die 99. Folge sein.
Und die Folge 100 wird dann, wenn's funktioniert, noch eine Special-Folge jetzt werden. Genau, du sagst es. Du sagst es. Und dementsprechend wünsche ich euch was. Und ich winke, macht's gut und lasst euch nicht ärgern. Und wir sehen uns dann in der Special-Folge und danach in einem neuen 100er Let's Play. Also macht's gut. Tschüss.